spüre hier böse Aura. Hier sind die Gräber. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The caretaker takes great care of these graves. The caretaker takes great care of these graves. Ja, das tut er anscheinend. Charles Hawkins' grave. Who could have done this? I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Is the caretaker still around? Evidence here suggests he... Surprising indeed. Let's try to keep our eyes open. Er ist da und das haben wir ja schon gemerkt. Please give me a... Charles Hawkins' grave. Who could have done this? Poor kid. Ja. Poor kid. Arme Junge. Der arme, arme Junge. Ist gestorben. Ohne Wille dafür. Er wollte es nicht so. Now that you finish your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Bin bereit. Man muss aber schon mitkommen, ne? Der Offizier. Polizei. Dann halt nicht. Aber der teleportiert sich anscheinend gerne. Wir sollten ihn mal fragen wegen der Sache mit den Gräbern. Do you have a moment? What now? Nothing. Sorry. Stop wasting my time. Gut, dann betreten wir mal das Anwesen. Über die Tür hier vorne. Was? Wo sind Sie, Officer Bradley? Let's take a look inside. I'm with you. Der Stoff war nur ein Geist, also auch gut. Ja. Ich sehe da vorne einen Schatten. Rechts. Das sagt mir nichts Gutes. Ein Schatten von einer Person. Wir erkundeten den Garten des Hawkins-Anwesens. Die Familie ruht auf dem Friedhof des Grundstücks, das von Silas Winchester bewacht wird. Der alte Verwalter, seinen Arbeitgebern noch immer treu ergeben, wacht mit seiner Axt über das Anwesen. Pierce und Bradley können ihn beruhigen und erhalten den Schlüssel für die Bilder der Hawkins. Sie betreten das Gebäude und suchen nach dem Ort des Feuers. Follow me. I know the place. Who left this light on? Warte, ich hab einen Punkt. Ja? Warte, ich hab einen Punkt, den muss ich verteilen. Eigentlich muss ich auf Stärke, so. Gut, dann machen wir das. Ich werde angeschrieben, möchte ich aber nicht. Ich bin gerade beschäftigt. Warte, lass mich mal kurz hier hinten noch gucken. Interessante Bilder. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Aber rein in die Situation.
So. This roast. What strange creature has flesh like this? Also ich könnte es erkennen, wenn ich mir so anschaue, aber... This place is for the head of the family, Charles Hawkins. Also er ist aufgestanden und war wütend. Das sehe ich. Hier ist ein Ofen. Im Wohnzimmer ist das Ganze ausgebrochen. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Oh, der Vater war natürlich darüber nicht sehr glücklich. Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Also, er hat den Teller verloren. Something happened at this table. An argument? Streit. Ein Streit. Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Okay. Lass mich mal weiter gucken, ob hier noch was ist. Sarah Hawkins painted herself with her son, Simon, ready to go somewhere, but without Charles. Sarah Hawkins painted herself with her son, Simon, ready okay, to go es wird schon langsam dunkel. But without Charles. Das heißt, sie haben sich nicht so gut verstanden. Hier war was los. Und das ist anscheinend kein normales Essen. Ein Tintenfisch. Lassen Sie mich schön umgucken, ja? Ich weiß schon, wir haben nicht viel Zeit, aber ich möchte mich umsehen. Was Charles Hawkins some kind of explorer? Das kann ich mitnehmen. Oben komme ich nicht hin. Too much rubble. I'll find an easier way. Besserer Weg ist links von uns. Hier. Yeah. Charles and Sarah's wedding is painted by Sarah herself. Ah. Charles and Sarah's wedding is painted by Sarah herself. Hier komme ich nicht lang. Hier kann ich auch nichts machen. Let's see if I can find something the cops missed. So. Erstmal J. Ich will meine Können ein bisschen. Ja, möchte ich bestätigen. The child's corpse left a trace. Where are the others? Okay. Was Charles Hawkins a heavy drinker? If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Wie ist es nicht verbrannt? They had a fight. Why did it stop at the time of the fire? Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Ja, ihr gab's aufs Maul. Ich mag diese Ansicht nicht, weil so kann ich nicht viel sehen. Es hat einen Streit gegeben. Können aber noch nicht verlassen. Weil hier außen noch was weitergeht. Did someone escape the fire? Gut, weiter kann ich nicht sehen. Blood. This lamp was thrown.
This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. So, Detective, what do you make of it? Was bei der Ermittlung? I firmly believe this fire was more than just an accident. Yeah? What's your theory? Es war ein Verbrechen aus Leidenschaft. I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. Okay. Wir können erstmal J drücken und unser Talent steigern. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. Oh Gott. Wenn du in Teufels Kessel kommst, warum bist du denn dabei? This door is locked. Kein Handwort, er geht einfach nach links. Er weiß ganz genau, wo er hin muss. Keine Gemälde, außer das da oben. Oh, da komme ich nicht ran. So, das war ein Blitz. Ein Buch. Surf Medicine. Aha. Medizinfortschritt. Ja, Medizin. Sehr gut. Ich habe einen guten Fortschritt erlangt. Okay, was ist hier? Da ist was. These bandages are covered in dried blood. The same bandages that I saw in the warehouse on the docks. And given the blood stains, I'd also say that it's the same person. Das heißt, wir wissen schon, der Mann war wahrscheinlich daran beteiligt. Hier sind versteckte Dinge. Halt nicht. Hier wissen wir schon, ein Brecheisen. A crowbar could prove useful. Ein verstecktes Brecheisen. Sonst nichts weiter. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. Ein Seefahrerlied. Gut. Interessant. Da haben wir nichts. Wo ist er eigentlich hin? Der Typ. Bin hier noch nicht fertig. Eine Menge Bilder. Das ist das Wohnzimmer. Was? Irgendwas ist hier. Das mag ich nicht.
Warum sagt mir etwas das Regal? Nein, da ist was. Egal, ich komme nicht dahinter. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein. Dated 1818. Von 1818. Das hat vielleicht was zu sagen. Aber nur vielleicht. Gott, hier sind eine Menge Bücher. Da ist ein Buch. Moby Dick, Melville's Classic. The epic battle between man and whale. Mandatory reading for any whaler, I guess. Wahrscheinlich. Dass die gerne lesen, ist klar. Die Walfänger. Wie viel Mist trage ich eigentlich mit mir rum? This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. Und hier oben? Nee. Versteckte Räume? Den ganzen Ding hier? Vielleicht? Aber nur vielleicht. Scheint aber nicht so. Hier ist nichts. This place was falling apart long before the fire. Hier ist nicht, er kümmert sich hier um Insekten. Ich habe böse Vorahnung. Vielleicht auch, weil ich das Pen and Paper schon gespielt habe. Kann ich mir schon was drunter bilden, was da so auf uns zukommen könnte. Aber nur könnte. Ich weiß es nicht, ob er es wirklich daraus genommen hat. Human Body. Compassion Analysis. Die will... Ah, Medizin. Mehr wissen. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Also das heißt, im 14. Jahrhundert sind sie hier so angekommen und haben sich hier auf dieser Insel niedergelassen mit all den Problemen, die sie später bekamen. Hier sagt mein Typ nichts dazu. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles' inheritance. Verstehe. Dann sollten wir mal weitergehen nach oben. Das Bild hat es noch irgendein. Dass wir trotzdem die Polizisten mit reingekommen haben, finde ich schon mal eine Leistung. Interessant Leuchte mit interessanten Zusatzfeatures. Brauche ich keinen. Oder? Es brennt mir nur die Hand schon wieder. Kann ich nicht sehen, nicht wahrnehmen. Unterm Tisch ist nichts von Relevanz. Darkwater History. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. Also von Neuengland. Oh,
haben sie das Ganze hier besiedelt, vor im Jahr 1692. Ich muss mal kurz stoppen, weil ich muss sehen, hier ist nichts weiter. There's something disturbing about this painting. Ich bin mal kurz gemutet, also klar mal auf, ich mach mal kurz einen Stopp.